Cleared for Takeoff und Clear to Land wird es am 7. und 8. September auf dem Flugplatz in Kapfenberg heißen. Die Air Challenge Styria bekommt wieder Flügel. Neben der Mega-Flugshow Air Power in Zeltweg gibt es auf dem idyllischen Alpenflugplatz Kapfenberg eine Flugshow der anderen Art. Und diesmal laden ein die Fachhochschule Ioneum, der Aeroclub Austria und der Flugplatz Kapfenberg Motorflug. Wir haben also an diesen beiden Tagen eine sehr, sehr große Luftsportveranstaltung, die zweitgrößte in Österreich. Wir haben also diesen Freestyle Cup Smoke On, bei dem werden die 10 bis 12 besten Kunstflugpiloten aus Europa gegenseitig eine Challenge fliegen. Die ersten drei kommen weiter, fliegen dann am Sonntag bei der Airshow auch dieses Kunstflugprogramm. Wir haben dann das Planix-Team aus Niederöbland, das sind diese zwei Planix-Segelflieger, die Spiegelflug machen und ein sehr, sehr tolles Programm mit Musik zeigen. Wir haben Ultralights, wir haben sehr große Modelle hier, die fliegen und wir haben auch Hubschrauberrundflüge und mit der Antonov, dem größten Doppeldecker der Welt, ein russisches Flugzeug, kann man Rundflüge machen hier in Kapfenberg. Also abgesehen von diesem Programm am 7. und 8. September ist der Flugplatz Kapfenberg ja auch sonst sehr rege. Es werden hier nach wie vor Piloten laufend ausgebildet. Wir haben auch eine Flugschule, wir haben momentan 4 Schüler in Ausbildung hier, die die PPLA-Lizenz machen zum Fliegen. Die Flugzeuge müssen natürlich wie alle anderen in die Werft, es gibt 50, 100, 150, 200 Stunden Überprüfungen, haben schon einen zweiten oder dritten Motor drinnen und sind natürlich nur mehr von der äußeren Karosserie, das alte Flugzeug, aber im Prinzip von Avionik, Motor und Flugleistungen her natürlich auf dem neuesten technischen Stand. Wir haben also ein sehr gutes Schulungsflugzeug, das ist eine Diamond Katana und mit der wird sehr, sehr fleißig geflogen hier in Kapfenberg. Wir haben auch mehrere Veranstaltungen, zum Beispiel Gyrokopterfliegen. Letztes Wochenende waren 5 Gyrokopter hier, die haben den ganzen Tag Rundflüge durchgeführt. Ja, es rührt sich allerhand hier in Kapfenberg am Flugplatz.